Alles klar. Rot 4, Rot 6, gebt uns Deckung. Wir müssen einige dieser T-Jäger ausschalten, bevor wir noch einmal zum Generator vordringen. Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggerum, zu einem neuen Fluglevel. Wir sind schon wahre Jedi, weil ich mir zwischendurch mal eben den 6-mal roten Stein besorgt habe. Also ich habe jetzt 6-mal Stats, also es ist fast schon erledigt, wenn wir einmal Stats einsammeln. Es ist so krank hier. Und das war direkt mal. Wenn wir direkt mal so viel Geld kriegen, aber dafür können wir uns dann Charaktere leisten. Okay, ich wechsle mal das Kriegsgerät hier. Okay. So, hier. Den Falken mal fliegen. 5 brauche ich noch hier. Wo seid ihr? Zack. So. Ich habe mal ein bisschen Spaß dabei, hier auch die Sachen wechseln zu können. Das konnte ich im Story-Modus nicht. Sowas ging dann halt nicht, dass ich hier auch das hier mal testen konnte. Eigentlich schießt der Falken nämlich gar nicht so heftig gut. So, 13 haben wir schon, 14 und den 15. den brauchen wir noch. Wo befindet der sich? Schießt ja eigentlich wild um mich, aber da ist er. Da haben wir. Na denn. Schießen wir mal alles kaputt. Oh, 1 von 5. Und dann erledigen wir die mal. Das ist, glaube ich, eine von den Questers. Von Questers Dronitz. Mensch. 4 von 5. Einen bräuchte ich noch. Naja, fast. Das hätten wir ja fast geschafft. Oh, cool. Kann ja halt auch die Innensache wechseln. Jetzt bin ich ein T-Jäger-Pilot von innen. Jetzt bin ich Poe Dameron in seinem X-Fighter. T-Jäger. Ich bin selbst ein T-Jäger. 5 von 5, okay, hat man noch die Möglichkeit. Das ist schön. Haben wir das schon mal freigeschaltet? Okay. Aber so viele Auswahl gibt es dann hier doch nicht. Das war alles. Ich nehme mal den hier. Der sieht schön aus. Und das ist ein bisschen kritisch hier aus der Sichtweise. Die ist ein bisschen beschränkt. Ich glaube, die Sichtweise ist deutlich besser. Und die sieht natürlich gut aus hier. Die kann auch besser schießen hier. So, die blauen brauchen wir noch. Zack. Sieht gut aus. War es schon, hätten wir da Sachen finden können, Minikits oder sowas. So, wahre Jedi haben wir. 3 von 5, 4 von 5. 5 von 5 wäre noch irgendwas gewesen, aber ja gut. Meine erste Runde hat er gesagt. Da, zack, 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 zack. Okay. Sieht schlecht aus. Ah, das ist sehr schlecht. Das haben wir vergeigt. Ah, ich gebe mein Bestes, aber. Ah, das ist schon die zweite Runde.
Nein, das wird nichts. Eins haben wir. Ah, nein. So was von nicht. Verkackt. Ja, den Versuch war es wert. Her mit dem nächsten Level. Muss ja hier weitergehen. Wir müssen die 100% mal schaffen im freien Spiel. Nicht mehr lange, dann haben wir es. Okay, das sind Aufgaben. Ich mach's mal jetzt hier so. Darf weiter gegen Kaido. Eine Kindin. Da haben wir schon wahre Jedi. Rüster, schlag den Baum. 1 von 3. Ach so, nur 3 Bäume. Kleinholz. Okay, es backt. Es backt hin und her. Oha, er ist mächtig. Ja, ich versuch's ja. Aber erstmal versuche ich hier, dass du Bäume hackst. Du sollst Bäume machen. Mach Baum. Mach Baum. Gutes Deutsch. Ah, lass mich in Frieden. Du sollst noch einen Baum umfällen. Das habe ich, glaube ich, gerade getan. Komm her, 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 komm her. Haben wir hier noch irgendwo einen Baum? Scheiße, nein, den habe ich umgehauen. Kacke. Ich als Anakin. Hier, komm her. Kaido. Kaido. Kaido, renn. Renn zu den Bäumen. Los, hier. Brav. Ja gut, besiegt mich. Ich versuche dich zu schlagen, nachdem du die Bäume hier gefällt hast. Die hier. Die hier. Die hier. Dankeschön. Kleinholz gekriegt. Und jetzt noch Kaido Ren mit einem Leben zu schlagen. Okay. Wie mit einem Leben? Ich kapier's gerade nicht. Wo hat er denn noch ein Leben? Also wie, was? Wie soll das klappen? Wie habe ich das zu verstehen, Spiel? Hier gibt es eigentlich gar kein Leben, aber... Ach so, hier meint ihr, oder? Dass ich halt noch hier ein Ding ins Frei habe. Muss den schlagen. Und trotzdem gewinnen. Anakin vs. Kylo Ren. Das ist doch spitze. Das klingt doch nach Thumbnail und Titel. Na, nach Titel vielleicht eher nicht, aber... Nach Thumbnail... So, hier mal was aufbauen. Na, nicht backen, nicht festhängen. Das wäre schade, da hatten wir schon ein Level hier, was festhängt. Also mit einem Leben besiegen. Müssen wir mal aufpassen. Lassen wir uns mal angreifen hier. 1, 2 und jetzt können wir. Vorausgesetzt. Er schlägt uns nicht gänzlich. So, überleben. Ja, mit dem Level, mit dem einen Leben muss man dann auch versuchen zu überleben. So, zack. Und Attacke. So, jetzt habe ich wieder ein Leben. Und damit könnte man das schaffen. Das sah gerade gut aus. Ist aber noch nicht zu Ende. Vielleicht ist das die Chance. Sieht gut aus. Schauen wir mal. Kleinholz haben wir gehackt. Irgendwen? Nee, haben wir schon mal nicht gemacht. Ich weiß nicht, was das Spiel damit meint. Soll er ein Leben haben und ihn dann besiegen? Macht keinen Sinn. Naja, egal. Mini-Kids habe ich auch nicht gefunden. Okay. Weiter mit dem nächsten Level. Das ist, macht keinen Sinn mehr. BB-8 Schneemann. Okay, versuchen wir es. Nicht der Roboter sein, der in der Droide. Spiel mal meinen eigenen Charakter. Den Zwergi. Den guten, bösen Zwergi. Okay, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und wo können wir denn hier einen BB-8-Schneemann bauen?
konzentrieren wir uns mal darauf, weil Stormtrooper sehe ich noch keine. Okay, viel Geld, was wir hier kriegen. Okay, ich kann scheinbar nicht gegen ihn kämpfen. Dann muss sie her. Ah, da sind Stormtrooper, die muss ich alle mit einmal ausschalten. Okay, wie soll ich das hinkriegen? Hier, kommt her, Leute. Kinders. Kommt her, ich muss euch mit einem Schlag ausschalten. Kommt schon, Kinders. Du auch. Stehst du hier. Komm, mit einem Schlag. Und batz. Ja, okay. Ein Schlag sieht anders aus. Naja. Sieht nicht so aus, als würden wir das schaffen. Ich hätte gern wieder den, sag schon, den Anakin hätte ich gern mal wieder im Zweikampf. Scheinbar geht's aber nicht. Scheinbar muss ich mit Rey jetzt hier spielen. Wie soll ich denn einen Schneemann bauen? Willst du einen Schneemann bauen? Oder was? Ich würde gerne einen Schneemann bauen, einen BB-8-Schneemann. Wie mache ich das am dümmsten? Wie soll ich denn bitte die hier mit einem Schlag ausschalten? Das ist doch fast unmöglich. Komm. Kommt mal zusammen, rückt mal ganz nah hier ran. Komm mal hier ran auf den Meter. Das ist nicht möglich, oder? Ich gebe ja mein Bestes, aber... Ja, so wäre es irgendwie möglich, aber... Man stellt die sich irgendwie an die Wand und versucht es dann so, aber ich hätte dann noch eine Frage, wie ich das jetzt mit dem Schneemann hinkriegen soll. Ich habe hier noch keine Möglichkeit gesehen, einen Schneemann zu bauen. Die Eiskönigin lässt grüßen. Ich will einen Schneemann bauen. Okay, was passiert? Ah, Rey da unten, Rey da oben. Schön. Darf ich jetzt den Charakter wechseln? Nein, ich darf den Charakter immer noch nicht wechseln. Nur mit denen, die ich hier habe. Toll, so viel dazu. Mit Anakin. Schneemann bauen, geht das auch mit denen? Truppler, eigentlich kann ich den mir auch leisten. Naja, zumindest haben wir hier ein Minikit gefunden. Wie ich einen Schneemann bauen kann, weiß ich noch nicht. Der kann die dunkle Macht nutzen. Und was auch immer das gemacht hat. So, wir brauchen einen Schneemann. Wo kriege ich einen Schneemann? Hier brauche ich zwei Charaktere. Okay, das ist gut, wenn ich hier alleine bin. Erstmal das freischalten. Zieh! Vielleicht bringt's was. Bäumchen, rüttel dich. Werf Schnee und Eis über mich. Ah. Das ist aber kein BB-8-Schneemann, das ist ein... Ich habe den Namen. Ein Kylo Ren Schneemann. Den Namen fast vergessen. So können wir jetzt da hoch. Ja, sieht so aus. Das ist ein BB-8 Schneemann. Cool. Jetzt hätten wir nur noch die drei Sturmtruppler ausschalten müssen. Dann wäre es perfekt. Kommst du mit? Zu zweit. Komm. Schieb. Schieb natürlich nicht. Zieh. Kurzer Back und dann geht's weiter. Uha! Wenn da mal nicht die Hangelstange wäre, da wäre Rey runtergefallen. Und wir können schon wieder nicht den Charakter wechseln. Das missfällt mir. Warum war da nicht mit anderen Charakteren? Hoppla! Mit anderen Charakteren lang klettern können. Das ist mir ein Rätsel. Warum das nur Rey kann.
Andere können doch auch klettern. Gibt zumindest einige Charaktere, die auch so gut wie... Ah, Way sind. Hier wieder Fail. Let's fail. Huh. Ein bisschen zu weit gesprungen. So, mach hops. Und zack. Zack. So. Springen darüber. So, haben wir. So, da brauchen wir auch Anakin. Okay, so geht's auch. So kann ich die Charaktere also. So, hier habe ich einen Roboter. Siebdruide. Oh, roter Stein. Den kann ich gebrauchen. Explosive Schüsse. Nice. Okay, wie weiter? Da habe ich ihn jetzt befreit aus dem Schnee. Okay, wozu war das gut? Und weiter hinauf. Zack, 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 zack. Und jetzt das Finale. Das Finale. Ich besieg dich. Hier müssen wir dich nicht dazu bringen, Bäume zu fällen. Das ist in Ordnung. Fast besiegt. Komm. Ein Schlag, ein Hieb. Dann ist Schluss. Na komm. Komm, Attacke. Attacke. Und da rennt er weg. Na komm. Letzter Hieb. Er hat nicht mehr viel. Du kannst mich mit der Macht nicht vertraut machen. Du kannst sterben. Ich glaube, das tust du in diesem Part nicht, auch in diesem Film nicht. Du bist im nächsten Film, glaube ich, noch mit dabei. Was haben wir hier? Was haben wir freigeschaltet? War Jedi. Sammelgegenstände. Schneebibliothek. Perfekt. Und noch ein roter Stein. Naja, perfekt ist es nicht. Minikits 1. Podemon. Und das war's. Naja, Däumchen nach oben soll es euch gefallen lassen. Soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Part. Im nächsten Part geht's ans letzte Level. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.